nutzen. Ich bin aber dort oben rein und bin fast rückwärts wieder raus. Das war ein Geruch, als würde, wäre dort oben jemand gestorben. Das ist die Wahrheit. So, und Heiko hat das weder behandelt noch sonst irgendwas. Und danach habe ich genau dieselben Merkmale auch dann später an dem Bein bekommen und auch am Arm. Und aufgrund dessen, was Heiko da hatte, ist es bei mir entstanden, erst am Unterarm, und das ist auch das erste Ding, was da losging. Und es ist die große Frage, ja, ob die sogenannte Operation, die ich da durchgeführt habe, nicht, wie soll ich sagen, nicht genau das war, was es war. Weil ich meine, es waren, Julia war nüchtern und sie hat das Gleiche gesehen wie ich. Und es war ein Gelege von Fremdartigen wie Eier. Ja? Und das ist die Wahrheit gewesen. Ich meine, ich habe das mehrere Tage unter der Haut gespürt und das ist immer dicker geworden und ist schwarz geworden unter der Haut. Und in Asien gibt es nun mal Tierarten oder Parasiten oder irgendwas, die wir nicht kennen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das ein Parasit war, den Heiko vielleicht auch hatte und den ich dann da am Handgelenk, am Unterarm hatte. Und daraus haben die mir das gebaut, was sie mir gebaut haben. Das musst du dir mal reinziehen. Ich habe dort um mein Leben gekämpft. Das ist kein Witz, das ist kein Spaß. Das habe ich mir nicht eingebildet, aber die lassen das so aussehen. Und Heiko hat das 1 Million% unterstützt, denn er war es, der an dem Tag, als ich dort völlig überfordert mit der Situation war, weil stell dir mal vor, du bist noch nicht lange im Ausland und hast auf einmal 5 Zentimeter mal 3 Zentimeter einen riesengroßen schwarzen Balken unter deiner Haut und du merkst, wie das immer dicker wird und wie das anfängt unangenehm zu werden und starr. Und ich hab gedacht, was ist das? Das ist ja wie ein Metallteil hat sich das angefühlt. Und das wurde immer stärker und stärker. Kannst du dir das vorstellen? Das kann sich niemand vorstellen. Das ist die Wahrheit. Das habe ich mir nicht eingebildet. Das ist nicht wegen den Drogen gewesen. Das haben auch alle anderen gesehen. Was niemand verkraftet hat, war, weil ich so bin, wie ich bin. Ja?